Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Verstärkung rückt vor, um die Evakuierungsroute zu sichern. Gute Arbeit von allen. Cortez, wir treffen uns am Landeplatz. Verstanden. Okay. Das heißt wohl... Okay. Also, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das noch in die letzte Folge reingelassen. Weil anscheinend sind wir jetzt fertig. Wir müssen nur noch ins Shuttle steigen. Na gut. Dann schauen wir uns doch nochmal in Ruhe um. Weil irgendwo müssen hier noch Beweise rumliegen. Ja, da waren wir schon. Gehen wir mal kurz hier rein. Moment. Ja, da liegt was. Aber relativ klein. Okay, keine Dingszeichen davon. Okay. Ich hätte gedacht, da müsste jetzt noch eine Quest aufgehen. Naja gut. Schauen wir uns noch mal ganz kurz um. Noch weiter um. Vielleicht finden wir noch was. Aber wenn es nochmal so was Kleines ist, ist es ja fast schon Zufall, dass man es findet. Ist hier noch was? Da geht's nochmal runter. Nee, da ist aber nichts mehr. Ich glaube, sie... Doch, da ist noch was. Lauft! An alle, die das hier lesen! Vertraut nicht Cerberus! Sie entführen Leute gegen ihren Willen! Lauft einfach und schaut auf keinen Fall zurück! Lauft! Okay, da hat man also auf jeden Fall noch was gefunden. Da sind wir wieder bei, da, okay. Da ist auch noch was, oder? Ja, das ist nur Munition. Das war nur Munition. Ersatzteile? Die kommen auch noch mit. Okay, hier unten war man, glaube ich, schon überall. Ja, genau. Dann schauen wir noch hier. Hätte ich geahnt, dass es, dass man in Ruhe nochmal die Umgebung absuchen kann, dann hätte ich gar nicht so viel Stress gemacht am Anfang. Von wegen, dass wir, dass ich erstmal absuchen will, bevor ich die Leute rette. Moment, da ist auch noch was. Achtung, Nemo, falls du das hier liest, halte dich vom Taxistand fern. Es wimmelt dort von Cerberus-Soldaten. Ellie. Hat man das nicht schon? Keine Ahnung. Okay, wie es aussieht, können wir getrost zum Shuttle zurückkehren. Wenn doch noch irgendetwas da ist zu finden, dann müssen wir es halt in der Spectre-Terminal nachkaufen. So. Zurück auf der Normandy. Wir kriegen Berichte über Angriffe gegen andere Städte auf Benning rein. Leugnet Cerberus noch immer seine Beteiligung? Ja, und diesmal glauben wir ihnen sogar. Unschuldige Menschen zu erschießen ist nicht ihre Art. Also doch eine Splittergruppe. Jedenfalls haben die Zivilisten da unten jetzt eine Chance. Wir verstärken unsere Stellung und holen die Leute raus. Danach befreien wir den Rest des Planeten. Hoffentlich gelingt uns das auch auf der Erde. Eines Tages, Commander. Bis dahin müssen wir einfach reagieren. Weitermachen. Auf jeden Fall. Gut. Bisschen Geld, bisschen Ruf, das ist doch immer gut. Codex. Benning-Beweise. Ja, ich frage mich, ob das die Beweise waren, die wir gesucht haben. Okay.
Dann gehen mit den Leuten rede ich jetzt nicht mehr. Das war ja nur noch eine kleine Nebenmission. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht groß zu reden. Reaper haben also keine Kolonien. Man kann sie nicht bombardieren, weil man sonst die Reste seiner eigenen Planeten zerstören würde. Sie stellen ihre Soldaten aus unseren Zivilisten her? Sie haben keine Versorgungslinien? Wie besiegt man so einen Gegner? Ich sag dir Bescheid, wenn mir was einfällt. Das würde ich auch ganz gern wissen. Commander, Chief Engineer Adams würde gerne unten im Maschinenraum mit ihm reden. Alles klar. Sehen Sie sich diese Galaxiekarte an. Wissen Sie, wie viele Strategiespiele darauf beruhen? Sie spielen sowas? Manchmal. Ist mir zu modern. Schach ist mir lieber. Zu Hause habe ich Figuren aus Rosenquarz und Hämatit machen lassen. Ich habe gern was Festes in der Hand. Da ich jetzt Ihre Schwäche kenne, sollten wir mal eine Partie wagen. Das wäre lustiger als gegen Edie. Edie schwitzt nicht. Sie schwitzen beim Schach? Kommt darauf an, wie viel Spaß wir haben. Okay. Commander? Na ja, gut, dann schauen wir doch mal, was Dings will. Im Maschinendeck war das jetzt? Oder wo war das jetzt, wo wir hin sollten? Gute Frage. War das jetzt hier? Ja, hier war's. Adams. Alles klar. Mal schauen, was er will von uns. Edie steuert die Normandy nicht. Sie ist die Normandy. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandy, genau wie wir. Das Schiff flog schon durch den Weltraum, da hat Edie noch gar nicht existiert. Techniker Donnelly hat recht. Die Normandy SR-2 war schon vor meiner Installation absolut raumtauglich. Sehen Sie? Edie stimmt mir zu. Edies Geist und die Normandy bilden jetzt eine Einheit. Sie könnten die Prozessoren im KI-Kern nicht einfach auf ein anderes Schiff verfrachten. Techniker Adams hat recht. Die Prozesse, die mein Bewusstsein formen, sind über das ganze Schiff verteilt. Sehen Sie? Edie stimmt mir zu. Aber anders als bei Edie hätten unsere Gehirne nicht ohne unsere Körper existieren können. Das ist bei organischen Wesen eine Voraussetzung. Aber sie müssen diese beschränkte Definition von Leben hinter sich lassen. Joker steuert die Normandy. Und er übernimmt nicht Edis Körper, wenn er das tut. Wenn Edie das Schiff steuert, ist sie ein Pilot, genau wie Joker. Edie steuert die Normandy nicht. Sie ist die Normandy. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandy, genau wie wir. Das Schiff flog schon durch den Weltraum, da hat Edie... Okay, verstehe. Donnelly hat recht. Die Normandy SR-2 war schon vor meiner Installation absolut raumtauglich. Sehen Sie? Edie stimmt mir zu. Okay. Edies Geist und die Normandy bilden jetzt eine Einheit. Sie könnten die Prozessoren im KI-Kern nicht einfach auf ein anderes Schiff verfrachten. Techniker Adams hat recht. Die Prozesse, die mein Bewusstsein formen, sind über das ganze Schiff verteilt. Sehen Sie? Edie stimmt mir zu. Aber anders als bei Edie hätten unsere Gehirne nicht ohne unsere Körper existieren können. Das ist bei organischen Wesen eine Voraussetzung. Aber sie müssen diese beschränkte Definition von Leben hinter sich lassen. Gute Frage, wen man da jetzt hat, untersprechen. Weil beide haben auch eigentlich irgendwie recht. Unterstützen wir mal Adams, ich habe keine Ahnung. Edie kann die Normandy mit ihren Gedanken steuern. Sie sieht, hört und fühlt über die Sensoren des Schiffes. Die Normandy ist ihr Körper. Ich habe Edies Körper gesehen und ihre Kurven sind um einiges eleganter als die Außenhülle der Normandy. Nun, was denken Sie, Edie? Sind wir mehr als unsere Gedanken? Ich bin raus. Noch mehr davon und mein Schädel explodiert. Ja, okay. Können wir nochmal mit Ihnen reden? Adams würde gerne mit Ihnen reden. Ja, weiß ich. Adams würde gerne mit Ihnen reden. Sie sollten mal zu Adams gehen. Ja, weiß ich, weiß ich. Reden wir mal mit Adams. Commander, erinnern Sie sich daran, dass bei Überlastung der Kern möglicherweise in den Maschinenraum entlüftet wird? Daniels, Donnelly, Edie und ich haben gemeinsam darüber nachgedacht. Das Entlüften passiert, wenn die IES-Kühlkörper im gegenläufigen Zyklus sind, während der Hauptkern maximale Energie benötigt. Etwa bei kinetischer... Naja, Kenneth möchte sagen, dass wir das System wahrscheinlich sicherer machen können. Wir brauchen nur ein GX-12 Thermalrohr. Leider sind wir vom Allianz-Nachschub abgeschnitten. Könnten Sie beim nächsten Besuch auf der Citadel danach Ausschau halten? Ich habe hier die Spezifikationen. Warum brauchen wir es, um sicherer zu machen? Ich denke, das ist eine ziemlich blöde Frage. Wir holen es uns. Wenn es sicherer ist, ist es auf jeden Fall gut. Ich sehe mich das nächste Mal auf der Citadel danach um.
Danke, Commander. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Brauchen Sie etwas, Commander? Familien haben wir den. Wir können mal über die zwei hier reden. Das ist auch neu, glaube ich. Wie macht sich Techniker Donnelly? Er hat Talent. Wenn er nur endlich lernen würde, mal den Mund zu halten. Probleme? Tut mir leid, Commander. Donnelly ist fleißig, kennt sich aus und denkt mit. Ich bin froh, ihn im Team zu haben. Die Sache mit der Befehlskette muss er noch lernen, aber das kriege ich schon hin. Es besteht kein Anlass zur Besorgnis. Und, Daniels? Wie macht sich Technikerin Daniels? Ich mag sie. Sie ist klug und kennt sich mit Triebwerken besser aus als die meisten Physiker. Die Zusammenarbeit ist reibungslos. Sie haben wirklich ein Auge für Talente. Es war gut, sie zur Allianz zurückzubringen. Dann ist gut. Haben wir das ja eigentlich schon gefragt? Ich weiß es gar nicht mehr. Was halten Sie von Edie? Wir hatten bei der Nachrüstung ein gutes Gespräch. Anfangs etwas befremdlich mit einer KI. KI? Hat Edie... Ja, okay, doch, das hatten wir schon. Und ständig haben... Sie haben sich nie skeptisch. Ich wollte es mir mit... Schon okay. Ich habe anfangs versucht... Aber Joker schien ihr zu... Das hatten wir schon. Dann hatten wir, glaube ich, die anderen auch schon. Okay. Jetzt haben wir hier dieses Ding hier. Moment, kurz noch was nachschauen. Ja, okay. Alles klar, alles klar. Dann machen wir das so. Dann reden wir mal kurz mit, wenn wir schon da sind, mit Daniels. Mit... Commander. Okay, hier gibt's nichts Neues. Dann gibt es wohl auch bei den anderen nicht wirklich was Neues. Dann lassen wir das jetzt mal. Und gehen zurück auf die Galaxis. Dann würde ich vielleicht als... Oh, okay, wir haben auch noch neue Nachrichten. Dann schauen wir die mal nach. Mein Projekt von Liara Tassoni. Shepard, ich habe an etwas gearbeitet, das ich Ihnen gerne zeigen würde. Könnten wir uns in Ihrem Quartier treffen, wenn Sie mal kurz Zeit haben? Liara. Okay. Was auch immer das ist. Dann gehen wir halt mal in unser Quartier. Huh. Liara einladen. Machen wir das mal. Ich speichere noch mal kurz und dann laden wir mal Liara ein. Liara, Sie wollten etwas in meiner Kabine besprechen? Ja, ich bin gleich da. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Nur herein. Danke. Setzen wir uns. Ich habe über unser Wissen über die Reaper nachgedacht und wie leicht es wieder verloren gehen könnte. Darum plane ich, Dinge für die Zukunft aufzubewahren. Hui, was ist das? Eine Art Akte der Galaxie, Informationen über Reaper, Portale, verschiedene Kulturen und Baupläne des Tigels. Zu einem Eintrag hätte ich gern Ihre Meinung. Welchen dann? Ihrem. Ich würde mich geehrt fühlen. Wie soll sich die Geschichte an Sie erinnern? Das wird die Zeit überdauern. Ich möchte, dass Sie entscheiden. Seien Sie einfach ehrlich. Machen Sie mich inspirierend. Fahren wir erstmal wegen der Zeit. 50.000 Jahre rumsitzen ist für einen Computer eine lange Zeit. Bitte, ich war Archäologin und ich weiß, was ich tue. Okay. Ich lege das alles in Zeitkapseln und bringe Kopien auf verschiedene Planeten. Dazu installiere ich eine VI, die jedes Übersetzungs- und Linguistikprogramm beherrscht, das ich finden konnte. Also ein Informationsführer wie Vigil auf Ilos? Ja, ich arbeite schon einige Zeit daran. Es ist ein Privileg, zukünftige Finder dieser Informationen anzuleiten. Wissen Sie schon, was Dr. Tassoni in Ihren Eintrag schreiben soll, Commander? Das finde ich eine echt coole Idee, was Liara davor hat. Ich finde, sie soll einfach ehrlich sein. Ich will die Wahrheit. Gut, schlecht, lassen Sie nichts weg. Soll die Geschichte urteilen. Ich berichte nur Tatsachen und streiche alle aufregenden Passagen über ihre Heldentaten.
Steht da was, dem ich nicht gerecht werde? Ich kann nichts dagegen tun. Wir sind befreundet. Ja, das ist wahr. Sie waren auch für mich da, Liara. Nein, ich hätte mich Ihnen auf Ilium gerne angeschlossen. Ist schon in Ordnung. Naja, ich habe gerade Ihren Namen in die Sterne geschrieben. Okay. Das ist eine echt tolle Idee mit dieser Zeitkapsel. Die finde ich schön. So. Sollen wir mit den anderen auch noch mal kurz reden? Andererseits müssen wir das machen. Machen wir vielleicht nachher noch. Gibt's sonst noch was Neues? Commander? Nee. Dann jetzt mal kurz in die Galaxis. Und ich hätte gesagt, dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas zum Scannen finden. Hier gibt's jedenfalls nichts mehr. Genau, in diesem Gebiet gab's hier noch einiges zu entdecken. Was ist denn das hier? Genau. Arcturus-Station. Ja, okay. Signal bestätigt. Okay, dann können wir doch. Informationen von der Schlacht von Arcturus. Okay. Da ist was. Das ist ein bisschen Treibstoff wahrscheinlich. Ja, genau. Und damit sind wir wieder voll. Und wir sind hier fertig. 100% Aktivposten erhalten. Und auch hier 100% Aktivposten erhalten. Gut. Dann haben wir das hier fertig. Dann auf zum Massenportal. Schauen wir uns mal kurz um. Exodus Cluster ist fertig. Pferdekopfnebel. Gibt's da nichts? Petranebel. Milanes. Der ist fertig. Gemini Sigma. Da steht nichts dran. Gehen wir mal da hierher. Da können wir wahrscheinlich auch noch scannen, wie es aussieht. Ja, sowas muss auch ab und zu mal gemacht werden. Han und Ming. Oh, ein ganz schön weiter Weg. Ich hoffe, das langt vom Treibstoff her. Ja, das langt. So, dann lasst uns mal scannen gehen. Ich habe etwas gefunden. Dann schauen wir uns das hier mal an. Was haben wir denn hier? Hier ist es. Was bekommen wir denn hier Feines? Allianzkreuzer Nairobi. Die in der dritten Flotte der Allianz. Sehr, sehr schön. Haben wir sonst noch was? Ein bisschen was müssten wir noch haben. Hier. Wahrscheinlich wieder Treibstoff. Sehr gut. Und dann nichts wie weg hier. 100% Hammer. Dann fliegen wir doch wieder hier runter und schauen uns Han an. So. Signal bestätigt. Hier ist auch was. Und die Reaper kommen auch schon wieder. Ach ja. Die wird man so leicht nicht los. Was bekommen wir hier? Hier bekommen wir Credits. Und das war's wohl. Aber es müsste noch irgendwo was geben. Hoppala. Reaper umgang. Da haben wir was. Untersuchen und Treibstoff. Immer wieder eine schöne Sache. Vor allem, wenn wir danach voll sind. Und das heißt hier 100%. ÖLG-Sprung erfolgreich.
Und das Gemini-Sigma-System ist damit auch vollständig. Und damit würde ich auch sagen, beenden wir die Folge und schauen uns beim nächsten Mal weiter um. Dann sage ich mal danke fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!